Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play World of Warcraft Classic. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben, im Magierturm. Ich frage mich gerade erst, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Ich glaube, wir haben diese, ja, Spiegelsee hier. Das hatten wir gemacht. Ich frage, warum habe ich das Mondfest hier drin? Keine Ahnung. Gut. Wir haben hier auf jeden Fall zwei rote Quests. Dann müssen wir einmal was für Prinzessin da einmal abgeben. Rüstung aus Tuch und Leder müssen wir auch einmal abgeben. Straße mitten in Westfall. Das ist die Quest nach Westfall. Das ist der westliche Wachturm, glaube ich. Ja, und dann haben wir hier einmal noch den Spiegelsee. Eine Wasserprobe vom Spiegelsee müssen wir uns holen. Warum gehe ich? Warte. Ich glaube, ich muss in die Richtung. Ja. Wir müssen in diese. Diesen Weg Richtung. So, das mache ich direkt erstmal wieder. Ah. Perfekt. Auch der richtige Weg. Ja, Plan für heute. Eigentlich den Wald von Elven beenden. Das ist der eigentliche Plan, den ich habe. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe zeitlich. Ich gehe mal nicht von aus, dass Kaya nachher da ist. Die Fragen wir Kaya jetzt. Das ist, Kanäle, mit der ich Fiesta aufnehme. Mit dem ich Fiesta aufnehme. Und ja. Naja. Ja. Kein Kommentar. So. Dann würde ich einmal sagen, laufen wir zurück. Ich hoffe, ich das hier noch auf machen. Ach ja, zum Hof des Stonefields müssten wir einmal. Dann einmal in den Osten zurück. Und der Spiegelsee. Ich würde sagen, den Spiegelsee lassen wir ganz kurz links liegen. Man würde es jetzt erstmal so machen. Wir geben jetzt erstmal Rüstung aus Tuch und aus Leder ab. Dann Prinzessin muss sterben. Dann Spiegelsee. Dann Hilfe für die Westrum-Garnison. Nach Westphal. Ich hoffe, dass wir nach Westphal kommen, aber ich glaube, wir werden noch nicht dazu kommen, dass wir die Quest abgeben. Seien wir laufen da bis dahin halt durch. Wäre halt auch eine Option, ne? Ich weiß es halt noch nicht, wie ich das mache. Ja, natürlich, jetzt regnet es wieder. Klar. Was ist sonst? Q. Talentpunkte haben wir leider keine mehr. Wie gesagt, ich habe vor, Frost zu skillen. Einmal, weil Frost eigentlich immer recht interessant ist. Eigentlich. Und zum anderen, weil es mir tatsächlich auch empfohlen wurde. Und ja. Ich kann hier einmal kurz Essen herbeizaubern. Wasser herbeizaubern. Und sollte es dann vielleicht auch logischerweise da reinpacken. Das wäre vielleicht gar keine schlechte Idee. Nur, dass wir auf 10 kommen. Nicht genug Mana. Ah, okay. Oder so, dass wir out of Mana sind. So, das Ganze kann jetzt natürlich etwas dauern, bis wir da hinten wieder sind. Aber das ist ja egal. Das soll uns ja nicht stören, ne? So, ich lasse einmal das durchlaufen. Ich habe so einen leichten Muskelkater. Ich habe nämlich eben einige Kisten in den Keller runtergetragen. Und so ein bisschen
Ja. Bisschen tut's leider wenig Knochen weh. Also, ich bin nicht alt, aber. Also, ich fühle mich ja jetzt nicht so alt, aber. Es war schon eine körperliche Anstrengung, die ich schon länger nicht mehr gemacht hatte. Also seit meinem Umzug. So eine Kiste runtertragen ist ja jetzt nicht so das Problem. Ich weiß nicht, das waren glaube ich zwei. Nee. Warte, wie viel? Zwei schwere? So drei mittelschwere. Das waren so mehrere Gänge, weil ich oben mein Bücherregal mal ein bisschen aufgeräumt habe. Und ja. Folglich musste auch ein bisschen Platz geschaffen werden. Jetzt habe ich unten zwar keinen Platz mehr, aber ist ja egal. Das ist ja Wayne. Deswegen funktioniert das nicht. So, ich habe es jetzt mal ein bisschen verschnellt. Wir sind jetzt hier. Ja, ich habe mir jetzt einen Tut gemacht. Das sieht total bescheuert aus, aber ist mir jetzt auch egal. So, wir haben hier noch eine Quest und ich weiß, dass ich sterben werde. Kopfgeld auf die Murlocs. Die Armee von Stormwind hat ein Kopfgeld auf die Murloc-Lauerer und Murloc-Futterwühler ausgesetzt, die sich in Elwyn herumtreiben. Erlegt sie und bringt mit mir ihre zerrissenen Murloc-Flossen. Dann wird die Armee von Stormwind euch ansehnlich belohnen. Die Murlocs haben am Steinhügelsee nördlich von hier ein Dorf errichtet. Ein weiteres ihrer Dörfer befindet sich im Süden, wo der Fluss sich teilt. Das Licht segne euch. Juhu. Achso. Ja, dann gehen wir einmal gleich direkt nach da oben. Wäre jetzt am besten. Holzfällerlager. Juhu! Okay, Gese. Sarah Timberlane. Ich bin von der Armee von Stormwind beauftragt, ihre Soldaten mit Rüstung aus Tuch und aus Leder auszustatten. Ich glaube, das hatten wir schon. Ja, einen solchen Gutschein meinte ich. Danke. Bitte sucht euch das Stück aus, das ihr möchtet. Ich wünsche euch viel Glück auf eurem Weg als Magier und möge diese Rüstung euch gute Dienste leisten. Ja, gut, wir nehmen das hier. Aber ohne Scheiß, wie das einfach mal. Ja gut, es ist eigentlich ja egal, ob wir jetzt mit der oder mit der rumlaufen. Stoff ist Stoff. Ich finde das jetzt mal was anderes. Kann dieser verdammte Nebel jetzt mal aufhören? Das nervt ja hier. Ohne Scheiß, das wirkt so ein bisschen, als hätte ich hier so ein Grauschleier auf den Augen. Kennt ihr das? Meistens ist es ja, wenn man müde ist oder wenn sich irgendein Krümel aufs Auge gelegt hat. Das ist meistens, vor allem bei Frauen, glaube ich, vor Make-up oder sowas. So ein braun- und schwarzer Fussel. Und das ist dann wie so ein Grauschleier, der da drüber ist. Richtig nervig. So ähnlich wirkt das Bild gerade. Kann das mal einer ausschalten? Bitte, ich hätte gern schönes Wetter. Wir machen auf jeden Fall schon etwas mehr Schaden, wenn ich mich an die letzten Male erinnere. Das war keine Flosse. Warum kommen gleich schon wieder zwei an? Das lenkt immer noch auf. Oh. Okay. Rückzug. Rückzug, rück zurück. Wow. Gegen drei Murlocs und einen Wolf. Ja, klar.
Ja gut, das kann etwas dauern. Ich muss gerade mal gucken. Filter. Ah, okay, hier habe ich das auch drin. Das ist gut. Dann hört er nämlich den Ventilator nicht. Ich habe nämlich das Noise Gate eingeschaltet. Wir nehmen erstmal hier die Seite. Na toll. Oh, es wird besser. Huch, also es hat verfehlt und liegt hier auch noch näher ran. Ich brauche mehr Mana. Kriege ich die wirklich von denen oder muss ich die irgendwo looten? Die soll es von den Viechern geben. Strange. Irgendwie hat aber keiner von denen irgendwas. Oder habe ich die falschen Murlocs? Dass ich da eine andere Art von Murloc brauche. Die jetzt zum Beispiel. Wahrscheinlich, ne? Ne. Okay. Also, auch das ist es nicht. Alles klar. Ich glaube, das Spiel mag mich einfach nicht. Kennt ihr das, wenn einfach alles juckt ohne Grund? Ekelhaft, ey. Aber meistens kommt das ja, wenn man gearbeitet hat. Dann nehmen wir dieser kalte Schweiß. Ekelhaft. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich weiß, das will keiner wissen. Der hatte einen dabei. Ich bin jetzt zwar gleich tot. Was juckt da so? Klafft. Erstaunlich, wir haben gerade mal eine. Eine. Naja. Was soll's. Jo. Arbeiten muss man weiter dran. Wow. Hast du Murlocs?
noch nicht bereit. 2. Das ein. Ich hätte gerne den Rücken frei. Wobei die Farben der Murlocs sind cool. Das muss man von dem lassen. Die sind echt cool. Ich will halt an die Kiste gerade ran. Mal Kisten durch. Sehr schön. War, glaube ich, auch gut, dass wir daran waren. Wir haben jetzt zumindest wieder mehr Heiltränke. Okay. Dann trinken wir noch mal ein bisschen, auch wenn das hier im Lager nicht besonders sicher ist. Aber hey! Wir haben zumindest schon mal 4 von 8 Flossen. Schon zurück können wir uns übrigens auch hier teleportieren. Urteilen. Ich würde gerne noch ein bisschen warten, eigentlich. Ich würde einmal noch mal Wasser herbeizaubern. Einmal benutzen. Ich brauche den ja quasi 2, um die da zu bewegen. Das kann ich auch einmal benutzen. Oh Gott. Das hat aber dennoch geklappt. Gut, dann gehe ich da mal nicht lang, wenn die Leute oder die Murlocs jetzt spawnen. Vor allem die Leute. Hui. 5. Toll. Also das ist der Heinrich da.
den wir das eine Mal suchen mussten. Dieser Stuhl. Ich habe kein Ziel. Doch das, was da gerade auf dich zukommt. Oh Gott. Gut, dass ich einmal abgebrochen habe. Perfekt. Gott, 2 Murlockflossen brauchen wir noch. Oh Gott, oh Gott. Achso, die Kamera wird gerade schon wieder so komisch. Warte mal. Jo. Okay. Ich hätte auch einmal was an der Helligkeit gemacht. Haha. So, jetzt bin ich nicht mehr ganz überbelichtet hier. Das ist zu weit entfernt. Inventar ist voll. Gut. Wir brauchen jetzt noch einen. Eine Murlockflosse. Ah, und nehmen wir noch eine. Okay. Musst du gerade noch mal kurz was erledigen. Ich hätte gern einzelne Murlocks. Ich bin außer Reichweite. In der hinten zum Beispiel. Das ist zu weit entfernt. Ja gut, aber wir brauchen auch immer noch eine Flosse. Ein Flüsschen brauchen wir noch. Inventar ist voll. Juhu. So, dann können wir einmal ganz kurz verkaufen gehen. Da hinten sollte es ja möglich sein. Ich brauche ein Ziel.
Weil wir eh kurz vom Level Up sind. Das lädt immer noch auf. Perfekt. Ach ja. Wir können ja nicht mehr tragen. Oh, und der Erholungsbonus geht noch bis dahin. Und knapp ein halbes Level. Also nicht mehr ein ganzes halbes Level. Aber immerhin etwas. Das Licht sei mit euch. So, das Bomber. Für die Allianz. Naja. Am schlimmsten wird es sowieso, wenn wir dann irgendwann Reittier haben wollen. Das wird dann sowieso am schlimmsten. Schlüsselbund. Das kann ich doch. Ach ja, hier ging es ins Rotkammgebirge, ne? Hier dann. Ja, Rotkammgebirge. Kann ich, glaube ich, das dritte Gebiet? Vierte? Ich weiß es nicht genau. Tag, Dian. Was kann ich für euch tun? Habt ihr die Flossen ausgezeichnet? Marshall Dugan ist besorgt wegen der Murloc-Bedrohung im Ost-Elwyn. Und ich würde ihm gern berichten können, dass wir die Lage langsam unter Kontrolle haben. Mit euren Taten habt ihr uns dabei geholfen. Das egal ist. Gib ihm. Okay, jetzt ist ein halbes Level. Spiegelsee. Mondfest ist immer noch rot. Oh, das ist jetzt langsam orange. Nett. Ach, wir können uns ja einmal dahin porten. Wir müssen ja nicht den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Sagt die Herren. So, und dann aber hier nach unten. Jetzt können wir das für eine Stunde lang nicht mehr nutzen, aber egal. Hauptsache, wir haben es erledigt. So, die Tuse war, glaube ich, da hinten. Unsere Tusnilda. Komm schon. So, Mutter Stonefield. Oh, müde. Welch ein Glück, dieses Schwein war schon so groß, dass es bestimmt bald unsere gesamte Ernte gefressen hätte. Ich danke euch. Nun könnt ihr mit einem dieser Dinger hier etwas anfangen. Mögen eure Reisen sicher sein.
Das bringt mir zwar nicht weiter, aber okay. Nehmen wir. So. Nun müssen wir in diese Richtung. Ah ne, wir wollten erst noch zum Spiegelsee. Wobei, der Spiegelsee ist, glaube ich, da. Müssen wir dennoch irgendwie in diese Richtung. Der Spiegelsee. Du Spinner. Da vorne ist er, glaube ich. Warte mal. Ja. Sehr schön. Sind überall Magier. So, und wieder untertauchen. Schön an den Magiern vorbei. So muss das. So, da oben ist auch direkt schon Stormwind. Also alles halb so wild. So, ich laufe jetzt auf jeden Fall noch, bis wir bei den Magiern sind. Danach würde ich den Part wieder beenden. Und ja, würde dann wahrscheinlich beim nächsten Mal weitermachen. Wo wir dann so langsam in den Westen gehen. Ich laufe wie so ein übergroßer Golfschläger. Serie Windrunner. Alien. Kann halt mit den Namen so nichts anfangen. Windrunner sagt mir was, ja. Also der Nachname. Serie aber zum Beispiel schon so gar nicht. Gar nicht. Ich frage mich halt auch, wann man sowas erst richtig in meine Story hat. Ich weiß, das habe ich schon einmal gesagt, aber... Ich meine, jetzt haben wir ja... Ich vergleiche das jetzt einfach mal so Gebiet-Stories. Wo man dann ja... Ne, so über die jetzige Lage der einzelnen Region erfährt. Aber hat Classic sowas wie einen Endboss? So ein Boss?
Oder ist das dann eher so, ja, es gibt keine Quests mehr und dann musst du, ne? Ich sag jetzt mal, normale Ini machen. Wie gesagt, bei WoW bin ich halt komplett raus, habe ich null Erfahrung. Wobei, ich habe jetzt gerade angefangen, Krieg der Ahnen zu lesen. Ich habe ein Kapitel geschafft. Okay, und einmal hindurch. Braucht ihr Hilfe? Spiegelsee. Habt ihr die Probe? Der Fluss der Magie in Stormwind und Elven wurde verändert. Ich muss wissen, ob sie in das Wasser sickert. Danke. Ich werde das Wasser auf magische Eigenschaften hin prüfen. Hoffen wir, dass es keine enthält, sonst werden alle, die zu lange aus dem Spiegelsee trinken, negativ beeinflusst. Hier, Altarien, nehmt diese Kugel oder diesen Stab als Zeichen dafür, dass ihr mir gute Dienste geleistet habt. Was ihr auch wählt, es möge euch nützlich sein. Klingelt das gerade nicht, oder? Bildend geführt. Ich weiß halt nicht, was das ist, ne? War noch wieder her. Das ist aber gerade schon etwas schwieriger, weil der Stab ist halt schon deutlich besser, ne? Schönen Tag auch. Das ist die richtige Entscheidung, war. Ich kann das nicht angreifen. Ist noch nicht bereit. Ich weiß halt nur nicht, was das ist, ne? Merden. Also ist das ein Zauberstab oder? Ich weiß halt nicht genau, was das darstellen soll. Naja, gut. Ich würde aber sagen, wir machen erstmal hier einen kleinen Cut und wir sehen uns einfach hier beim nächsten Mal wieder. Ciao!